Guten Tag, liebe Freunde und Follower von Schoner Auto Brokers International und Fort Lauderdale, Florida. Über 10 Jahre ist es her, dass ich erstmals versuchte, einen Käufer zu finden in Europa für einen Chrysler Prowler. So lange hat es gedauert, bis ich einen gefunden habe, weil es doch ein sehr spezielles Auto ist. Ein moderner Hot Rod, insgesamt 11.000 Mal gebaut in 5 Jahren, also kein wirkliches Massenprodukt, ein sehr interessantes Design und beliebt unter Kennern. Hier sehen wir einen 2001er, das heißt, das ist vom Motor her die zweite Generation mit 253 PS in Midnight Blue Pearl. Das macht das Fahrzeug zu einer Mulholland Edition. Schön auf Chromfelgen, wuchtiger Hintern, die zwei Auspuffspitzen ragen raus. Das Fahrzeug heißt ein Hecktriebler und hat sein Getriebe hinten. Da geht es um die Gewichtsverteilung. Kurzer Blick auf den Makler Ihres Vertrauens. Das Fahrzeug wurde natürlich vor dem Erwerb unabhängig inspiziert, erfolgreich. Kommt aus dem trockenen Texas von einem recht anerkannten Händler. War eine Zahlungnahme dort. Fahrzeug hat ein Clean Carfax, ist unfallfrei. Ist sehr gepflegt, ist original. So wie es eigentlich sein sollte. Und es hat ein Fahrzeug mit einer geringen Laufleistung von knapp 10.000 Kilometern in 18 Jahren. Also auch sehr überschaubar. Schauen wir kurz in das Innere. Verdeck passend blau. Innen Leder schwarz. Das Fahrzeug hat eine Viergang-Automatik, nennt sich Auto-Stick. Schauen wir mal kurz rein. Jetzt versuchen wir mal die Laufleistung abzulesen. Also auch hier zeigt der Durchschnittsverbrauch, zeigt sich im Spiegel an. Das ist auch eine nette Geschichte. Getankt werden muss auch bald, aber das ist gut für die Verschiffung. Braucht man nicht, sollte man nicht allzu viel Benzin drin haben. Hier ist das Handbuch mit Valid Key von License Plate Holder. Das Fahrzeug hat eine Klimaautomatik. Das Radio, das hat einen CD-Wechsler. Befindet sich hier hinter dem Sitz. Drehzahlmesser vorne, das ist auch relativ jack, muss ich sagen. Und hat 6241 Meilen. Schauen wir uns noch kurz den Motor an. Chrysler hat leider kein V8 installieren wollen oder können, sondern einen 3,5 Liter 6-Zylinder 24 Ventiler, der es auf 253 PS brachte in der zweiten Generation. Nett ist, die Batterie ist hier ganz vorne. Beschleunigung von 0 auf 100, 5,9 Sekunden, das war immer noch stattlich. Höchstgeschwindigkeit etwas über 200 km/h, ich glaube 209. Ist aber auch nicht für Höchstgeschwindigkeit gebaut worden. Schön ist einfach das Design. Da waren mehrere Designer am Werk, unter anderem Greg Fuß von Fußfelgen. Das Fahrzeug war anfangs geplant als Coupé, wurde dann als Roadster präsentiert. Wir, das Team von Schoner Auto Brokers, wünschen Ihnen, lieber Kunde in Deutschland, allzeit gute Fahrt und viel, viel Vergnügen mit Ihrem 2001er Chrysler Prowler Mulholland Edition. Da wir uns hier schon bei unserem deutschen Verschiffungspartner befinden, bewegen das Fahrzeug nun zur Verladerampe. Dort wird es fachgerecht in einem 40-Fuß-Container verpackt und geht dann auf seine Reise nach
Bremerhaven. In Bremerhaven wird das Fahrzeug dann einer Homologation es wird eine Homologation durchgeführt, damit das Fahrzeug dann TÜV und deutsche Kennzeichen hat, und dort übernimmt dann letztendlich unser Kunde sein Fahrzeug und geht damit in den Sommer. Vielen Dank und auf Wiederhören.